Nach neuen Regeln, 2-1 Griffsituation, mit der ich über Kreuz seinen Arm habe und hinter den Rücken seine Schulter belaste, ist ein bisschen grenzwertiger geworden, weil ich sehr, sehr schnell angreifen muss, um kein Shido zu kriegen. Funktioniert aber immer noch sehr gut. Wenn ich warte, bis er hier seinen Griff hat, ist es immer sehr schwer, den hier wieder wegzukriegen. Wenn ich solche Sachen mache, was man früher immer gerne gemacht hat, kriege ich schnell Shido, weil ich beidhändig gelöst habe. Einfacher ist es, wenn ich ihm meinen Arm anbiete. Er greift meinen Arm, greift seine Hand hier unten und jetzt bringe ich meinen Ellbogen unter seinen Arm drüber. Hier. Und ziehe gleichzeitig an. Dadurch kriege ich ihn schön nach vorne und leicht Belastung, dass er ein bisschen runterkommt. Ich greife möglichst weit drüber und bringe jetzt meine Schulter von oben auf seine Schulter. Dahin, dass ich ein bisschen abkriege. Von hier kann ich viele schöne Techniken machen. Das erste, was ich immer machen will, ist hier reinsteigen. Von da ist mir jetzt eigentlich alles offen. Ich kann gehen zum Yokozumega Eshi. Ich kann was Uchimata-ähnliches machen, wo ich von hier jetzt versuche, nach schräg vorne einfach eine Fallschule zu machen. Dritte Möglichkeit, gehe hier rein und er versucht sich aufzurichten. Wenn ich jetzt in Sumiga Eshi gehe, wird es sehr schwer, aber ich kann einen sehr schönen Kouchi auf sein entferntes Bein machen. Wenn man es kann, ich habe schon viel gesehen, mir selber taugt es nicht so, kann ich auch in dem Moment, wo er hochgeht, Ochigari draus machen. Hier. Dabei lasse ich mit der Ärmelhand los und greife dann in seinen Körper. Dann hat er noch als Verteidigungsmöglichkeit, dass er mich hier nicht vorne reinlässt. Jedes Mal, wenn ich hier davor steigen will, blockiert er das und bewegt sich raus. Also ich will hier vor, er macht seinen Schritt, verhindert das. Ich kann hier schön einhängen und Yokogake werfen. Andere Möglichkeit. Ich werfe im Prinzip Yokozumiga Eshi, nur bin ich nicht an diesem Bein, sondern an diesem Bein. Geht besonders gut, wenn er die Beine ein bisschen zusammengenommen hat, um mein Reinsteigen zu verhindern. Und die letzte Möglichkeit, ein Yokoguruma. Ich ziehe ihn wieder hier drauf, er will mich nicht reinlassen. Jetzt bringe ich die Hand und diesen Fuß hier unten zwischen seine Beine. Bleibt dabei ganz wichtig mit meiner Schulter an seiner Schulter dran. Wenn der Platz kommt, dann bleibt er einfach stehen, ich liege vor ihm auf dem Boden. Wenn ich eng dran bin, dann kommt er mit.